So, und nun kommen wir zu dem wahrscheinlich wichtigsten Spiel dieser Ausgabe, nämlich zu Rome Total War. Wir haben es alle gespielt, manche mehr, manche weniger, manche Multiplayer, manche nicht. Derjenige, der es am meisten gespielt hat, ist der Michael, das ist der Haupttester. Dem fällt auch die Aufgabe, zu den Text dazu zu schreiben. Deswegen schlage ich vor, wir gehen die Kategorien hier kurz durch und der Michael macht immer einen Vorschlag. Genau, fangen wir doch am besten gleich an. Grafik möchte ich höchstens eine 9 geben, mit der Option auf weniger, weil die Größenverhältnisse überhaupt nicht stimmen. Also wenn ich meine Armee in den Wald schicke, dann sind meine Soldaten winzig klein und die Bäume riesengroß. Oder es gibt auch Pflastersteine, die allein schon so groß sind wie ein Legionär. Das ist einfach unrealistisch und zerstört für mich auch ein bisschen diesen Realismusanspruch der Schlachten. Ja. Sehe ich ganz ähnlich, wobei ich es immer besser finde, wenn die Bäume zu groß sind als zu klein, weil oft sind sie zu klein, siehe Warcraft oder so, wobei das natürlich bei der Comic-Grafik nicht so ins Gewicht fällt. Ich sehe das Problem bei dem Spiel, dass jedes Strategiespiel hat, das auf Polygon-Engines setzt. Wenn man ranzoomt, wirkt es ein bisschen grob im Vergleich zu, sagen wir, Shootern oder Action-Adventures. Wenn man rauszoomt, wirkt es ein bisschen mau, ein bisschen öde. Das spielt sich stärker nicht aus. Und noch ganz kurz zur Strategiekarte, die ist ganz hübsch, aber auch ein bisschen grob. Für mich ehrlich gesagt der Punkt, vielleicht auch auf eine 8 zu gehen. Im Prinzip wäre die auch drin, weil das mit den Bäumen ist tatsächlich ein Problem, wenn es um die Übersicht geht. Weil wenn du dann diese riesengroßen Bäume hast und versuchst, deine Armeen da im Wald rumzuschieben, dann hast du da schon ein kleines Problem. Ich verstehe, dass du auf 9 willst, aber auf 8 finde ich das ehrlich gesagt zu wenig. Denn schau dir mal an, diese Animationen von den Typen allein, wenn die auf ihre Schilder schlagen mit den Schwertern und wenn du asynchrone Bewegungen aktiviert hast, dann schaut das einfach wahnsinnig gut aus. Da brauche ich nicht Troja anschauen, da sehe ich diese Armee und denke mir, wow, Angst. Richtig, das ist super. Das ist keine 8, das ist eine 9. Ja. Und solche spektakulären Massenschlachten gab es einfach auch nicht, noch nie. Jetzt in ja, aber sieht man es denn? Ich meine, das Spiel macht es ja mit Absicht, dass es voll reinzoomt in strategischen Momenten, weil die genau wissen, man sieht es ja nicht im Spiel. Im Spiel hebt man total weit ab, sieht Command & Conquer-mäßige kleine Figuren und fährt mit der Kamera gegen die viel zu großen Bäume. Machst du aber nicht immer. Nee, nicht immer natürlich. Nur wenn ich da vorbei will. Nee, tatsächlich, wenn die Schlacht mal läuft irgendwann und du im Prinzip jetzt nichts mehr zu tun hast, großartig an irgendwie Flankenangriffen oder ja, keine Ahnung was, dann zoomst du tatsächlich manchmal rein und guckst dir das in der Nähe an. Aber natürlich sieht es wirklich super aus. Ich will doch sehen, wie meine Kavallerie da reinpflügt. Ja, eben, oder wie die Elefanten deine Soldaten zertrampeln, ja, und wenn sie umfallen, noch Reiter zerquetschen, die neben ihnen stehen. Das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel gerade einen Flankenangriff mit meiner Reiterei befehlige, dass ich dann diese Verfolgerkamera aktiviere und dann wirklich rangehe und sehe, wie die da reinspratzen. Das ist schon. Ja, aber das ist doch ein Gag. Das macht man bei den ersten zwei Spielen. Ernsthaft. Das ist ganz hübsch, dass das geht. Ja, aber ich finde auch zum Beispiel im Vergleich zu Dawn of War, rangezoomt sieht Dawn of War besser aus. Gut, klar, die Engine muss ganz andere Sachen leisten bei Dawn of War auf diesen abgezirkelten Karten. Aber es geht ja nicht nur darum, was hier die Technik leistet, sondern wie es aussieht, auch so subjektiv vom Spielgefühl her. Und da sehe ich jetzt auch eher die 8. Also ich bin damit einverstanden. Hauptsächlich aber diese riesigen Städte. Also ja, aber die unrealistisch riesigen Städte wieder. Und die leeren Städte, das muss schon sagen. Wenn sie voll belebt werden, ja, wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt wirklich eine Stadt. Ja, und da gehe ich irgendwie rein, die Leute spritzen auseinander, wenn ich anfange, die Gebäude anzuzünden und derartige Dinge. Aber die Elefanten. Ja, und die brennenden Schweine, ich weiß schon. Ne? Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wenn jetzt nicht ganz großer Widerspruch kommt, würde ich Mick es auch für eine 8 eher, ja, ne? Tendenziell. Ja. Ich glaube, diese Armeen, manchmal stehen die schon ein bisschen statisch aufeinander, vor allem wenn man so nach hinten guckt. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Also ich finde, sie haben schon alles rausgeholt. Also sie machen nichts falsch wirklich. Das will ich gar nicht sagen. Das ist kein Vorwurf an die Entwickler. Ja? Diesen Anspruch zu erfüllen, ist auch der Hammer. Aber ich finde, es kommt halt darauf an, wie es wirklich aussieht. Und gut, ne? Also es gibt immer Ecken an den Texturen manchmal und so. Und was auch noch für eine 8 spricht, das finde ich so ein bisschen die leere Landschaft. Also ja. Und ich meine, davon sieht man halt viel, wenn man rauszoomt. Ja, ne? Und klar, die Landschaft ist realistisch und entspricht der Karte, aber reicht das? Das ist zwar nicht überall, also manchmal gibt es so kleine Bauernhöfchen und sowas, aber das ist halt sehr unbelebt. Was mir halt sehr gut gefällt, sind diese vielen, vielen kleinen Details. Ne? So Kleinigkeiten, ich finde, das ist keine Kleinigkeit, dass zum Beispiel, man kann es halt anstellen, dass die Einheiten sich asynchron bewegen. Ne? Dass also der Pferdeschweif wirklich immer anders schwingt. Und, ne? Aber ernsthaft, in der Schlacht selber sieht man es nicht. Nicht wirklich, ganz selten mal, und zwar wenn du reinzoomst. Und ich behaupte, das ist ein Gag, den man nur selten macht. Ich würde es erstmal die 8 stehen lassen, vor allen Dingen auch, wenn der Haupttester keinen Widerspruch einlegt und dann zum nächsten Punkt kommt. Genau, gut. Sound. Eine 10. Ja, keine Diskussion. Ja. Gut, wunderbar. ja, vielleicht nur kurz begründen. Ich finde zum einen diese Round-Effekte in den Schlachten sehr, sehr gelungen. Also gerade dieses Stampfen der Legionen, wenn sie irgendwie marschieren. Wenn du dich da mit der Kamera reinzoomst, dann hörst du es rund um dich rum. Oder auch wenn es hinter deinem Rücken ist, hörst du es eben hinter dir. Die Generalsreden sind super gemacht.
Die Musik ist sehr passend, sowohl in den Schlachten als auch auf der Übersichtskarte. Die Gesänge, wenn du in eine Stadt reinzoomst. Perfekt. Wahnsinn. Der einzige winzig kleine Kritikpunkt ist, dass ich zu Beginn einer Schlacht manchmal die Generalsrede nicht so gut hören kann, weil die Soldaten dauernd auf ihre Schilde schlagen. Ja. Also ich muss auch sagen, was die deutsche Synchro diesmal wirklich sehr, sehr gut gelungen und die ist. Also auch das komplett vertonte Tutorial. Also ich finde sie sehr gut, aber nicht so, dass man sofort in Verzückung zerfallen müsste. Und hin und wieder gibt es Fehler. Also ich habe schon einen Überspringer gehört beim Sound mal, wo ein Satz hätte kommen müssen, der nicht da war. Und ich bin auch nicht sicher, ob alle Soundeffekte gestimmt haben. Hin und wieder habe ich das Gefühl, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber das sind so Kleinigkeiten, wenn das sonst niemandem aufgefallen ist. Außerdem, Herrn Lott, der seinen Lautsprecher nicht anstöpseln kann, dann würde ich da, ich hätte jetzt eine 9 gesagt, aber wenn alle sonst für eine 10 sind, bin ich da auch erstmal mit einer 10 einverstanden. Da noch kommen. Ja, ich habe tatsächlich da so ein paar Mal wirklich nur gesessen auf der Strategiekarte und erstmal wirklich so zurückgelehnt und zugehört. Und das habe ich ganz, ganz selten erlebt. Ich habe gekämpft. Okay. Balance. Balance. 8 oder 9, wohl eher 8, weil es ist natürlich so, dass jeder Einheitentyp nützlich ist. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Auch die Gebäude sind alle nützlich und wichtig. Wo es ein bisschen hakt, ist der Schwierigkeitsgrad. Denn bei Schlachten hat die KI selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ziemlich fiese Tricks drauf. Zum Beispiel so Flankenangriffe oder, also dass sie mit Onagan mitten in deinen General hält, mit so Flanken geschossen. Und ein Einsteiger oder richtig eben jemand, der das Spiel vorher noch nie gespielt hat, der hat da keine Chance gegen. Selbst auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Anders, ich finde sogar noch... ich finde erstmal, grundsätzlich funktioniert es. Und ich spiele immer fast nur auf der Karte und mache relativ wenig 3D-Schlachten. Und war auch schon bei Medieval so. Und was ganz gut funktioniert ist, was mich immer stört bei diesen kampagnenorientierten Spielen, man muss nicht jede Schlacht gewinnen. Ich gehe halt nach Germanien, kriege voll in die Fresse, erhole mich wieder, baue schön auf, gehe nochmal hin, gewinne. Das ist echt angenehm, weil es so was Realistisches gibt, so von einem richtigen Feldzug. Das ist ganz gut. Was mich stört, ist, ich würfel die Schlachten gern aus mit diesem Mechanismus da, wo man halt die Schlacht sich vorentscheiden lassen kann. Und da gibt es Schlachten, die kann ich nicht gewinnen per Auswürfeln. Aber ich gewinne sie relativ leicht mit ein paar schmutzigen Tricks im 3D-Modus. Ja, natürlich. Ja, ist nett, dass das Spiel das so macht, aber ich meine, es ist 10 Uhr abends, ich will noch schnell die Schlacht zu Ende machen, ich habe keine Lust, nochmal groß abzuspeichern oder so, ich möchte jetzt eben die Schlacht entscheiden lassen. Und was ist, das Spiel zwingt mich dazu, nochmal 20 Minuten zu investieren in so eine Schlacht. Ganz kurzes Beispiel dazu, 700 Römer gegen 100 Engländer, die Engländer haben nur schwere Kavallerie und Wagen und so richtig harte Leute. Ich gehe halt, der Computer gewinnt die Schlacht nie. Ich habe das mehrmals versucht, geht nicht. Ich gehe halt hin, stelle mich davor, werfe Speerchen, schieße mit Pfeilen, gehe wieder zurück, hin, her. Irgendwann geben die auf, brechen, ich habe gewonnen. Muss man mich das spielen lassen? Ja, ist das ein Zwang? Es muss ja irgendwo ein Vorteil sein, die Schlacht zu spielen. Ja. Und es kann ja nicht sein, dass die Automatik der jede Schlacht automatisch gewinnt, egal wie stark du unterlegen bist mit deinen Einheiten. Ja, aber da ist der Mechanismus da. Warum schützt du denn den Speerwerfer? Haben ja eigentlich keine Chance gegen diese Wagen. Und deswegen, wenn du da irgendwie so einen unbedarften KI-General ranschickst, ja klar, der schickt die dann irgendwie gegeneinander und dann war's das für deine Leute. Aber wenn du jetzt selber reingehst und wirklich mit Taktik arbeitest, was die KI oder beziehungsweise dieser automatische General eben nicht macht, dann kannst du es auch... Ja, aber warum muss mich das Spiel dazu zwingen, die 3D-Schlacht zu machen? Ich werde bestraft dafür, dass ich halt einfach sage, ich nutze eure schöne Komfortfunktion hier, weil ich jetzt gerade keine Lust auf die Schlacht habe. Nein, du kannst die Komfortfunktion nicht ausnutzen, Schlachten zu gewinnen, in denen du eigentlich unterlegen wärst. Genau, aber ich bin ja gar nicht unterlegen eigentlich. Ich habe ja die Schlacht easy gewonnen. Ja, ich war 700 zu 100, ich habe die Schlacht leicht gewonnen. Das hätte auch ein mittelmäßiger Generaltrainee hätte das schon schaffen können. Die KI schafft es nicht, weil sie sich das so zurechtgewürfelt hat. Dass ich bestraft werde, indem ich nicht so hoch gewinne, wie ich eigentlich gewinnen könnte und mehr Truppen verliere, das finde ich gar nicht so schlimm. Da sagt man halt, okay, der erfahrene Tacitus macht es halt besser als Trainee-General Heiko. Das ist schon okay, aber so, dass es richtig einen Unterschied macht zwischen volle Kanne verlieren und sehr sicher gewinnen, ohne große Verluste, weil man halt ein paar Tricks anwendet in der 3D-Schlacht. Das finde ich ein bisschen hart. Ich sehe da auch eher die 8. Aber wir sehen also aus unterschiedlichen Gründen die 8. Also insofern sind wir uns da ja einig. Was sagt ihr? Was ich da aber unbedingt noch erwähnen möchte, ist das fantastische Tutorial. Gerade weil ich bei Medieval meine Schwierigkeiten hatte, wirklich da sämtliche Möglichkeiten zu begreifen. Und dieses Tutorial ist so dermaßen brillant gemacht, mich Stück für Stück in dieses Spiel einzuführen mit genauen Erklärungen, mit mir jeden Schritt das Spiel näher zu bringen, sodass ich dann wirklich mich freue auf das. Das ist ein schöner Punkt. Ich finde das Tutorial super gemacht. Ich finde es ein bisschen mühsam für Leute, die schon Vorgängerspiele gespielt haben. Ja. Das ist sowas, was mich immer ärgert in solchen Spielen. Es gibt schon zwei Vorgänger. Ich habe sie beide gespielt. Ich, und zwar sehr ausführlich. Ich weiß jetzt noch nicht alle Tricks von diesem Spiel, aber
ich muss mich durch das Tutorial mühsam durchklicken, weil Entschuldigung, das weiß ich schon. Das musst du einfach machen, weil du aber kannst die auch für die Kampagne aktivieren. Ja, aber also ganz ohne Tutorial, dann fehlen mir Funktionen im Spiel. Nee, die werden erklärt, auch während des Spiels. Ja, ich weiß schon, aber dann mache ich am Anfang was falsch. Das ist doch doof. Das ist dann aber dein Problem. Ich gebe dir recht, das Tutorial das ist super. Bloß ich finde, es soll nicht in die Balancewertung so stark einfließen, dass wir jetzt da einen Punkt hochgeben. Nein, denn das ist halt ein Extra. Ich wollte es ganz gerne mal erwähnt haben, weil es schon wichtig ist. Was ich noch gerne erwähnen würde, sind die Senatsmissionen, die dir einfach schon zu Beginn einer Kampagne eine Richtung vorgeben. Oh ja. Aber das kommen wir später noch dazu bei Missionen. Okay, lass uns das damit beenden. Wenn jetzt niemand gegen was gegen die 8 hat, stehen wir bei 8. Atmosphäre. 10. Warum? Als eine... Lass mich erstmal. Weil es eine wirklich stimmige römische Atmosphäre ist. Die Welt ist stimmig. Also klar ist natürlich diese mittelalterliche Welt, du hast historische Ereignisse, die da wunderbar reinpassen. Du hast während der Schlachten durch den Sound und durch die Grafik, durch die Animation eine sehr schöne Atmosphäre, gerade was ich vorhin erwähnt habe, wenn die Elefanten umfallen und noch Reiter niederwälzen. Das ist einfach gut gemacht. Okay. Mick hat da sicher eine andere Meinung. Wenn du nah dran bist, ja, aber wenn du weiter weg bist, wird schon einiges von der Atmosphäre wieder flöten. Das ist aber wiederum Spielzweck, weil ich meine... Welche Schlacht hat noch Atmosphäre, wenn du es aus der Vogelperspektive betrachtest? Naja, es gibt da durchaus das ein oder andere Strategiespiel, das das nach wie vor hat, auch wenn man weiter rauszoomt. Ich finde gerade hier durch diese Baumgeschichten stört das ganz gewaltig die Atmosphäre. Und die Karte jetzt, ja, ich finde sie nicht ganz so schön, auch die zerstört Atmosphäre wiederum. Ich finde mich damit ab und sie ist praktisch und unnutzbar, aber atmosphärenmäßig hätte man da mehr machen können. Also ich finde, sie machen viel mit den Zwischensequenzen, das ist sehr hübsch. Sie machen viel mit Ereignissen, das ist alles richtig. Ich finde es so schön, dass es einen Stammbaum gibt in dem Spiel, von deinen Erben und so. Das finde ich auch, was in die Atmosphäre reingehört. Das ist halt immerhin noch ein Strategiespiel und kein Taktik, kein Action-Adventure oder so. Und ich finde, es zu bestrafen, weil es dem Spieler leichter macht in den 3D-Missionen, die du rauszoomen kannst, finde ich nicht so. Aber die 10 sehe ich auch nicht, muss ich mal sagen. Ich bin bei der 9 eher. Genau, was mich stört, wenn ich bei der Belagerung dann so diese Filmkulissen stattstürmen muss, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt erobere ich die Bavaria Filmstudios. das ist ein Bruch in der Atmosphäre, das wäre ich auch für die 9. Also leblose Landschaften im Prinzip. Genau. Ein bisschen, ja. 9. Jetzt kommt der ganz große Punkt. Der ganz große Punkt, Bedienung. Ja, schwierig. 6 oder 7 würde ich da sehen, weil fang bei den Schlachten an, die 3D-Kamera, obwohl sie irgendwie 3 verschiedene Steuermodi hat, ist immer schwierig zu steuern. Egal wie du es machst, mit Maus oder Tastatur oder also immer totales Rumgerotiere mit dem Ding. Im Strategiemodus sind es sehr, sehr viele Menüs, sehr, sehr verschachtelte Menüs. Mit komisch platzierten Icons. Mit sehr vielen Icons, sehr auch und recht kleinen Icons, die auch nicht wirklich groß erklärt werden, wenn du mal die Berater wegklickst. Ich finde es auch ein bisschen nervig auf der Strategiekarte. Manchmal muss man die Einheiten so nah nebeneinander stellen, damit sie sich unterstützen. Und dann will ich auf eine klicken, dann steht die ein bisschen dahinter, dann klicke ich vorbei zweimal. Das muss ich nicht im Jahr 2004 noch haben. Und er kennt nicht gut, ist der Spion jetzt einer von meinen, ist einer von den Gegnern. Genau. Das ist nicht so übersichtlich. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um die Fraktionen korrekt zuzuordnen, obwohl klar die Farben, aber dann ähneln sie sich wieder. Ich finde, das ist nicht ganz perfekt. Nee, und es gibt ein kleines Problemchen bei der Einheitenbewegung. Und zwar, wenn du eine Einheit ganz, ganz, ganz weit wegschicken willst, zum Beispiel ein Schiff irgendwie vom Mittelmeer zur englischen Küste, dann kann es sein, dass es den Weg einfach nicht findet, obwohl da keine blockierende Flotte in der Mitte ist. Also man muss es in kleinen Schritten die französische Küste entlang schicken und so, und das nervt. Das ist mir auch schon passiert, tatsächlich. Also, wie gesagt, ich bin mit den 3D-Schlachten, da gewöhnt man sich dran, ganz zufrieden eigentlich. Fand ich auch schon beim Medieval ganz gut, aber ein bisschen nervig sind sie schon. Ich habe wieder ein, zwei Mal, gerade in den größeren Schlachten, die Übersicht verloren, weil dann habe ich auf eine Einheit geklickt, dann macht die Kamera noch einen Wirbel, dreht sich zweimal, bis ich da bin. Danke, der ist mir schon schlecht. Ja, also ich sehe da eine 6 oder eine 7, mir fast egal was. 6 ist ein bisschen hart. Genau, weil ich denke, wenn du mal auf der Strategiekarte zum Beispiel dich ein bisschen eingelebt hast, dann bist du mit wirklich 3 Klicks bei jeder Info, die du brauchst, gerade in den Städten zum Beispiel. Zack, 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 Senatsmission, zack, 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 Baumenü. Es ist halt ein Spiel zum Lernen. Und es sind aber auch sehr, sehr viele Komfortfunktionen. Ich finde, das darf man da... Es ist ein großer Schritt gegenüber den Vorgängern. Und dem Vorgänger haben wir 7 gegeben. Da können wir nicht auf 6. Ich würde sagen, es gibt halt Krankheiten bei dem Spiel. Die sind halt auch mit dem Anspruch verknüpft, ja, weil das Spiel so viel will. Sehen wir eine 7. So ist das. Umfang. Okay, Umfang. Da sage ich mal was zu. Umfang sehe ich bei 11. Muss ich mal sagen, geben wir nicht. Umfang sehe ich bei 10. Da, glaube ich, gibt es keine Diskussion, oder? Widerspruch. Also es gibt historische Missionen, es gibt... Ich habe beim Medieval und auch diesmal etwa die Strategiekarte ohne viel 3D-Schlacht bestimmt 5-mal gespielt. Also ich kann das auch immer wieder spielen. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man die anderen Fraktionen von Anfang an spielen kann und nicht nur Römer.
Also das war nämlich mein Schiff. Da habe ich nämlich nochmal an einer ganz anderen Karte, ganz anderen Teil von Japan, eine neue Fraktion angefangen. Ganz anderes Spiel. Darüber bei Kampagne mal drüber. Okay, machen wir so. Und wie? Sehen wir eine 10 oder hat jemand Widerspruch? Nope. Nee. Missionsdesign. Missionsdesign, okay, die Senatsmission haben wir schon erwähnt. Oder Startposition in diesem Fall, klar. Gut, fangen wir mal mit Missionsdesign an. Also die Senatsmissionen bringen dich schon zu Beginn des Szenarios auf den Weg, und zwar sehr gut. Also wenn du als Julia anfängst, dann musst du halt auch Gallien erobern, wie sich das gehört. Es gibt aber manchmal ein paar Sachen, da hakt es einfach bei den Senatsmissionen auch. Zum Beispiel, wenn er mir irgendwie befiehlt, belagert den Hafen von Palma, da mache ich das nicht. Gut, dann sagt er, ja, Senatsmission gescheitert, und 5 Runden später kriege ich gleich wieder den gleichen Auftrag, bis ich es mal mache. Ich habe auch 4 Mal London bekommen. Und vielen Dank. Ich habe Missionen bekommen, die einfach nicht zu schaffen waren. Schaffst deinen Diplomaten innerhalb von 10 Runden in diese Stadt? Echt, das war einfach so blöd weit weg. Ich hatte. Hättest 9 bauen müssen in der Nähe. Wobei es wiederum witzig ist, weil wenn du später im Spiel ein großes Imperium hast mit deiner Familie, dann gibt dir der Senat absichtlich schwere Aufgaben, die du wirklich nicht schaffen kannst. Also sprich, ich soll irgendwie einen Anführer von der Seite ermorden oder irgendwie die Festung so und so einnehmen. Sachen, die eigentlich viel zu schwer sind für deine Armee. Genau. Und da wird es halt dann langsam Zeit, auf den Senat abzuschaffen. Und das ist halt eine nette Sache. Habe ich das noch nicht? Nee. Oh, Verzeihung. 8. 8. Vorgänger hat 9 gehabt. Ich finde 8. Und das Spiel ist durchaus besser als der Vorgänger. Also ich würde da auch eher die 9 sehen. Ja, was hat sich. Also es hat sich nicht groß weiterentwickelt. Es hat viel getan. Ne? Aber ich finde, das ist halt. Ich spiele es einmal und will es nochmal spielen, und das ist ja ein Punkt davon. Ja, also ich spiele sogar die doofen Skipionen nochmal, nachdem ich Julia gespielt habe. Richtig, ja. Aber auf der anderen Seite hast du bei anderen Völkern, jetzt zum Beispiel Germanen oder Gallien, ja keine Missionen. Das ist richtig. Gut, aber das ist ja für pure Strategen. Hätte mich. Und nicht für so Kampagnenspieler wie genau. Ich. Also, oh, Menno. Das ist schon okay. Ich glaube, ich hätte den dann schon durchgespielt. Da bist du auch schon da. Da bist du ganz froh, dass du keine Kampagne hast. Genau. Nein, ich würde die 9 sehen. Können wir ganz am Ende vielleicht nochmal drüber reden, wenn es da ein Problem gibt. Aber ich denke, ist ein Wackelkandidat, aber 9, glaube ich. Genau, also knapp. KI. Okay, KI. Sehe ich momentan bei einer 8 oder 7, weil die KI ist in Schlachten, in Feldschlachten muss man sagen, sehr gut. Sie versucht eben deine Einheiten zu umgehen, sie versucht dir in den Rücken zu fallen, deine Katapulte zu zerstören, wenn du irgendwie nicht aufpasst. Baut Fallen, die kommt aus dem Wald. Die machen alles, also total widerlich, die Dinger. Die KI in der Kampagne funktioniert auch gut, also die greifen tatsächlich doch. Also okay, zumindest soweit ich es gesehen habe auf den abmittleren Schwierigkeitsgrad, zumindest auch auf schweren, sehr schwer. Dass sie gezielt dich an einer Front angreifen, statt irgendwie ihre Truppen zu versprengen. Also mir ist mal passiert, die Germanen haben mich irgendwie so mit 3 Armeen in einer Stadt angegriffen. Das tun sie mal. Da konnte ich einfach nichts tun. Hin und wieder machen sie, auch noch im Mittleren habe ich den Eindruck, den dummen Fehler, Armeen nicht zu bündeln. Sie haben schon mal 2. Hin und wieder schaffen sie es dann wirklich, sich zu unterstützen. Aber die schieben die Stadt rum. Genau, wenn er Pech, wenn er dann, manchmal ist er zu doof und schiebt die Armeen nicht zusammen, obwohl es gehen würde von den Slotplätzen her. Das passiert. Und dann denke ich, das ist doch der alte Trick, das mache ich als Spieler die ganze Zeit. Das ist ja meine Hauptaufgabe, Armeen zu bündeln, gezielt zuzuschlagen, ja, wie in jedem Strategiespiel. Und das macht er manchmal nicht, und dann denke ich, Idiot, Germane. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite, in Relation zu der Größe des Spiels und zu der. Und auch in Relation zu vergleichbaren Spielen, wenn ich sehe, was die KI schon zusammenspielt. Diplomatie ist deutlich besser geworden als beim Vorgänger, finde ich. Also auch wie der Computer da agiert. Ja. Ich hätte jetzt, der Vorgänger hat einen 9 gehabt. Problem. Die KI bei Belagerungen hat Fehler in unserer Testversion. Sprich, wenn ich irgendwie eine Stadt angreife, dann kann es sein, dass direkt hinter dem Stadttor der General steht. Dann ist erstmal der tot. Dann ziehen sich alle Einheiten, aber viele Einheiten zu diesem Dorf oder dem Stadtplatz zurück, den sie eigentlich verteidigen müssen, und bleiben da stehen. Und dann kann ich mit Bogenschützen kommen und die einfach weghauen. Vielleicht eher eine 8. Das ist eher eine 8. Würde aber dann sagen, später, wenn wir die Verkaufsversion haben, mit der Option auf eine 9. Weil das funktioniert. Gut, bleiben wir so stehen. Einheiten. Einheiten 10. Ja, was soll ich das sagen? Ich finde, genau, vielfältig. Die Einheiten spielen auch logisch zusammen einigermaßen. Wer erstmals die brennenden Schweine eingesetzt hat, freut sich. Unterschied zwischen den Völkern sind Unterschied zwischen Völkern. Ich finde es fast zu viele Einheiten. Aber gut, das ist ein bisschen, ich meine, es ist halt Rom, ja? Und es ist nicht ein Fantasy-Spiel. Und sie haben in sich ihren Sinn und man freut sich trotzdem noch, obwohl man so viele Typen hat, wenn der Senat einmal für eine Mission ein paar Gladiatoren-Truppen oder sowas schenkt. Genau. Könnte ich mich erzählen. Ich sehe es bei einer 9,5. Ja, aber. Wir waren ein bisschen zu wohl organisiert, ehrlich.
Ja, das mag an Einschränkungen und Rechner und so weiter liegen, aber mal ehrlich, das sind Barbaren, die in Horden strömen. Und das sieht schon manchmal arg nach kleinem Verband aus. Das ist richtig. Die Germanen bilden Verbände, was nicht logisch ist tatsächlich. Aber das ist natürlich eine Struktur des Spiels und ja. Ist am Ende immer noch ein Spiel. Und es kann da, glaube ich, um der Spielmechanismen willen, die es halten muss, die Germanen nicht plötzlich nicht in Slots aufteilen, wie es das ganze restliche Spiel aufteilt. Und vor allem, selbst da musst du deine Taktik anpassen. Denn du kannst die Germanen nicht in ihrer Formation, selbst wenn es eine Lose ist, irgendwie auf eine Legion zumarschieren lassen, sondern du musst die anstürmen lassen. Denn wenn sie einfach so auf die Legion zumarschieren, das ist gut. Klar, so haben wir nämlich gekämpft. Genau. Okay. Also hier eine 10, Kampagne endlos. Genau, auch eine 10. Würde ich auch sagen, auch wegen des Wiederspielwerts. Ja. Die Kampagne ist ganz okay, bringt einen gut ins Spiel. Für mich ist der Reiz eher im späteren Spiel, Sachen nochmal zu spielen, andere Parteien auszuprobieren. Ich finde, das ist ein schönes Endlosspiel. Genau. Kann ich nicht klagen. Mit der winzig kleinen Einschränkung eben, dass du nicht alle Völker von Anfang an spielen kannst. Genau, das hat mich ein bisschen geärgert. Aber gut. Aber das, mich hat das motiviert. Echt? Ja. Ich sehe auch eher die 9, noch was, aber da kann man es glaube ich auf eine 10 einigen. Ja. Ich habe quasi als Wackelpunkte haben wir noch die KI gehabt und eventuell die Balance. Aber gut, das ist glaube ich mal eine Wertung, mit der wir wirklich arbeiten können. Ich denke auch. Gut. Dann haben wir es soweit. Wollen wir noch ein paar Worte zum Multiplayer sagen? Multiplayer. Schnell und hart. Oh ja, sehr hart. Das meine Elefanten bei dir angerichtet haben, das waren wir schon. Es ist wirklich so, du stellst deine Armee zusammen, rüstest die auf, kannst mit genug Geld auch noch ein bisschen tunen mit Rüstung, Waffen und Erfahrung. Und dann geht's aber los. Also da gibt es kein Vorgeplänkel. Das ist ganz fatz, genau. Ich habe das Gefühl, es nutzt sich ab, relativ schnell das Spiel, wie es auch bei den Vorgängern war. Genau. Die ersten zwei Schlachten, die ich damals noch gegen Jörg gespielt habe, dachte ich, oh Gott, das spielen wir jetzt jeden Tag. Und dann habe ich irgendwann die Lust verloren, weil es doch immer irgendwie wieder dasselbe ist. Ich hätte so gern die Strategiekarte im Multiplayer, aber die Entwickler sagen, ja, das geht nicht, das ist technisch nicht machbar und so. Das hätte ich gern. Ja, also, aber gut. Ich denke, was wollen wir da für eine Note? Gut, würde ich sagen. Ist noch ein Gut, genau. Ja, also noch ein Gut, würde ich sagen. Genau. Befriedigend wäre auch okay, weil, finde ich, weil es tut halt das, ne? Es bietet halt keinen Bonus für Leute, die noch mehr Spaß dran haben wollen, viel mehr aber auch nicht. Das macht es aber gut mit den, wie man sich die Armeen zusammenstellt. Ja. Gut, dann denke ich, haben wir es. Ja, würde ich auch sagen. Schön.